Na, das Ding biegt in seinem Kram, biegt mir mal abgeholt. Also ich hab das da nicht ausgehalten, weil wir verprügelt worden sind. Mein Vater hat mir zum Beispiel hier einen Messerstich verprügelt, hier einen Rohrstock rein und da wieder raus. Also der hat alles mit uns gemacht. Meine Geschwister hat er vergewaltigt, nicht vergewaltigt, sondern missbraucht. Es hieß damals Pickel ausdrücken, bis ich dahinter kam, da war ich 14. Dann war nicht mit Pickel ausdrücken, dann war anfassen, das, ne, wollen wir nicht weiter aussprechen darüber. So, und das war das denn. Und das war nicht schön. War ich dann mal auch im Knast, wegen schwarzer Fahrerei, schwere Körperverletzung, Drogenmissbrauch, dann in der Psychiatrie. Und dann habe ich mich hochgepöppelt. Und das ist aus mir jetzt geworden. Und in welchem Alter bist du ins Kinderheim gekommen? Da war ich 6 Jahre. Mit 6 bist du reingekommen. Wann bist du zum ersten Mal abgehauen? Da war ich 7. Okay. Und da war ich dann auf der Straße. Mit 7 warst du zum ersten Mal auf der Straße? Ja. Da bin ich dann abgehauen. Warst du mit anderen Kindern zusammen? Ja, wir waren 348 Kinder im Heim. Aber ihr müsst. Männlein, Weiblein. Ja, und dann hatten 4 Gruppen. Die erste Gruppe war so vom altersmäßig unterschiedlich. Die zweite ging eine Etage höher von der altersmäßigen Gruppe. Und ich war in der Gruppe 1 und näher in der Gruppe 4. Also jede Gruppe war ich durch. Dann wurde es da, weil du immer ein Jahr älter wurdest, ne? Dann ging es mal noch bis zum gewissen Alter. Dann kam es in eine andere Gruppe rein. Weil ja lernfähig warst du, ne? Ja, aber ich bin mehrmals abgehauen.